Staffhausen kommt erst später. Da ist nämlich Emily dran. Jetzt geht's aber erstmal los. Jetzt werden wir quatschen mit den Jungs. Sie sind hier, Eskimo Cowboy. Ihr habt ja im Chat schon lange drauf gewartet, auf jeden Fall. Wir haben sie ein bisschen aufgeteilt. Wir werden jetzt erstmal anfangen mit Kevin und Pascal, wenn wir ein bisschen quatschen, ein bisschen mit der Vergangenheit. Richtig. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Im Chat, wie gesagt, geht's richtig ab bei uns. Ja, ihr kommt aus Castrop-Rauxel. Man kann so sagen, mittlerweile auf jeden Fall durch die Welt einmal hindurch. Ihr habt ja mittlerweile auch riesige Fangemeinden in Russland, im asiatischen Raum. In USA habt ihr gespielt und es sind bei euch auf jeden Fall unglaublich viele Superlative im Umlauf. Blitzkarriere gemacht, Millionen Klicks, ausverkaufte Tourneen, verrückte Shows und richtig krasse Partys. Letzten Freitag haben wir noch kurz so Bericht, da wart ihr in Köln, da ging es auf jeden Fall auch richtig ab am Wochenende. Tour läuft ja auch immer noch ganz aktuell, aber ich glaube, so ganz spezielles Genre wollt ihr gar nicht so richtig irgendwie rein, so ganz spezielles Schubladendenken, weil ihr habt, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass ihr eigentlich von Musik her Porncore macht, beziehungsweise Porno-Metal. Also gar nicht so die richtige Schublade irgendwie rein, ne? Ja, da muss ich zu sagen, wir haben das, diese Frage nach dem Genre, was wir eigentlich so bedienen, das wurde schon zu ganz Anfang gestellt. Ja. Da haben wir noch in Jugendzentren gespielt und das Problem ist eigentlich, dass wir, wie du schon sagtest, wir wollen uns eigentlich nirgends so zuzählen. Und weil, keine Ahnung, Leute, die Musik mögen, die hören Musik der Musik wegen und nicht, weil sie jetzt irgendwelche Schubladen packen müssen. Das finde ich auch mal ganz schrecklich, weil dich das auch im Kopf irgendwie ein bisschen eingrenzt. So. Und deswegen haben wir dann irgendwann dummerweise, will ich fast sagen, diesen Namen irgendwie erfunden. Und der verfolgt uns bis jetzt, ne? Was war, ich weiß nicht, was war das insgesamt? War das irgendwie Glamrock oder psychedelischer Glamrock mit einer Prise? Ja, ganz. Was wichtig ist, ist, dass es tanzbar ist. Ne? Egal, was wir tun, wir wollen immer, dass auch, wenn wir Metal, wenn wir Metal-Musik machen, harte Musik, wollen wir trotzdem, dass es tanzbar bleibt, so, dass die DC-Shows eine große Party sind und deswegen ist halt das ist es ja auch, eine große Party, auch vor allen Dingen viel Spaß dabei, weil ihr nehmt natürlich viele Sachen auch so ein kleines bisschen aufs Korn, weil es war, glaube ich, am Anfang bei euch war es so, dass gerade so die oft zitierten, die Szenehüter, ihr wart immer so das Dorn im Auge eigentlich bei den berühmten Szenehütern. Ich glaube, mittlerweile ist es aber nicht mehr so krass, das hat sich auf jeden Fall gelegt, aber ich glaube, am Anfang waren echt einige dabei, die gesagt haben, so Eskimo Cowboy, nee, auf gar keinen Fall und so, nee, aber das hat sich, glaube ich, schon mittlerweile ein bisschen gelegt, weil ihr seid da und vor allen Dingen seid ihr unfassbar erfolgreich unterwegs. Ah, jetzt fängt es ja fast an, hier im Herz zu schmerzen, wenn du das so redest. Aber es ist schon so, dass es wirklich gut läuft. So, ne? Auch gerade live-technisch. Und ich glaube, das ist auch am Anfang so, Leute, die haben immer Angst, dass man, wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendeine bestimmte Musik gut finde, dann habe ich mal Angst, dass wenn jetzt neue Musik kommt, die etwas anders ist, aber sich trotzdem an manchen Elementen bedient, dass die dann kaputt gemacht wird. So, ne? Und das war am Anfang so, dass da viele Leute gesagt haben, ihr seid Hardcore-Musik, aber ihr macht gar keine Hardcore-Musik. So, und das war irgendwie so ein Paradoxon in sich selbst. Und deswegen haben wir gesagt, ey, wir machen einfach nur Eskimo Cowboy-Mucke, mögt sie, kommt zu den Shows, checkt's aus. Ja. Und viele, die es früher echt kacke fanden, kamen dann mal zu den Shows, notgedrungen, wenn sie auf Festivals zu viel Kohle für ein Ticket bezahlt haben, dann musste man sich auch mal Eskimo Cowboy angucken und haben dann vielleicht auch mal festgestellt, dass es ganz geil ist. Und seitdem können wir uns echt nicht beschweren. Und es ist auch so ein bisschen gewachsen, ne? Also in den letzten Jahren so, jetzt gerade, wo du sagtest, Samstag, das war der Tourauftakt, knapp 2000 Leute. Wahnsinn. Das war für uns, keine Ahnung, ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, das ist irgendwie... Es wird alles ein bisschen Routine, ne? Also da ist zwar immer wieder was Neues bei, aber das war gestern wirklich so ein Ding, wo wir dann... Ich kann sagen, in Köln jetzt, da war richtig nervös das erste Mal wieder. Okay. Ja, also nee, das ist wirklich so, man spielt ja Konzerte, wo man sagt so, das ist irgendwie nichts Besonderes, möchte ich nicht sagen, aber man spielt das dann so runter und mit der Zeit kommt wirklich Routine rein. Und jetzt das erste Mal, also bei mir war das so wirklich so ein bisschen Herzklopfen vor der Show. Ja. Weil es so hier um die Ecke ist mit dem neuen Album, das erste Mal auf der Bühne. Und es war echt was ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Wir natürlich auch nochmal gleich reinhören ins neue Album. Da werden wir ein paar Songs uns reinziehen. Aber vor allen Dingen wollen wir jetzt mal so zu den Anfängen ein bisschen zurück, nämlich ins Jahr 2012. Das war das erste Album, das war Bury Me in Vegas. Da werden wir uns mal kurz einen Song natürlich in Ruhe nochmal reinziehen. Hier für euch Eskimo Cowboy heute bei uns zu Gast bei NRW Live. Und los geht's. I miss you. Ah!
knallt auf jeden Fall vom ersten Album Eskimo Cowboy, gerade noch mal kurz drüber gesprochen. Ja. Das Album natürlich Bury Me in Vegas. Hättet ihr damals gedacht, dass ihr tatsächlich irgendwann mal im Spielerparadies von Nevada stehen wird? Weil das habt ihr in der Tat gemacht. Ihr habt ein Konzert in Vegas gemacht, aber ich glaube, es war nicht ganz so easy. Ihr habt fast, glaube ich, einen Flug irgendwie verpasst nach dem Ding. Da muss es auf jeden Fall gut abgegangen sein. Ja, da war auch nicht was los. Also es war echt so, dass wir... Das war schon krass. Also als wir das Album geschrieben haben, das war ja auch noch ein Jahr davor, das ist ja so das erste Album gewesen und da hast du ja unendlich viel Zeit so, ne? Und da tust du dir keinen Druck, da machst du dir keinen Druck und naja, und dann so, was war das, 2013, dann stehen wir da auf einmal auf dem Strip im Hard Rock Café und das war auch tatsächlich so eine Bühne, von der aus wir durch so ein Fenster direkt auf den Strip gucken konnten. Das ist Wahnsinn, also die ganze Tour war super, aber das war natürlich für uns nochmal so ein, wir nennen das Album so und dann stehst du da auf einmal selber. Ja. Das haben wir eben auch erfahren, dass ihr natürlich auch viele, viele Fans und großen Erfolg habt in Russland und in asiatischen Ländern auch. Wie unterscheiden sich denn die Leute vom Publikum her jetzt beispielsweise zu den deutschen Fans? Ist Russland auf jeden Fall Vollgas und im asiatischen Raum ist es vielleicht ein bisschen zurückhaltender? Wie habt ihr das oder auf der Bühne auch kennengelernt? Ja, also das sagst du schon richtig. Also Russland ist, sag ich mal, da bluten die Leute halt ab und zu aus den Augen und so. Ne? Also das ist halt, die rasten da vollkommen aus. Ne? Ich lasse mal ein paar Bilder im Hintergrund laufen, nämlich aus Russland. Die haben ja nämlich was von Party at the Horror House. Wir gucken mal kurz parallel dazu mit rein. Ich habe auf der Tour, da standen dann teilweise die Leute mit auf der Bühne und haben sich an den Gitarrenseiten festgehalten. So, da mussten wir die Show für 15 Minuten. An den Gitarrenseiten wurden wir ins Publikum gezogen. Ja, das heißt, du hast dann einfach mal einen halben Song irgendwie unterbrochen, aber die interessiert es dann auch nicht. Und die verstehen dann auch nicht, dass du eigentlich ja das Instrument spielen musst. Ne? Das juckt die auch dann gar nicht so richtig. Aber das gehört dazu irgendwie. Und das macht es auch irgendwie dann geil, weil die einfach hemmungslos ausrasten. Ne? Ja. Das würden die sich hier nicht trauen. In Japan halt erst recht nicht. Ne? Ja, genau. Japan war halt das erste Mal da waren, war es wirklich so für uns so, haben wir jetzt was Falsches gesagt? Weil zwischen den Songs tatsächlich Ruhe herrscht. Ne? Oder leichter Applaus. Ja, wirklich. Das hängt aber nur damit zusammen, dass sie sehr höflich sind und dir tatsächlich zuhören. Weil wenn du in Deutschland bist oder auch in Russland, da machst du halt höchstens und dann schreien alle. Egal, was du gesagt hast, Hauptsache irgendwas gesagt. Und da hören die dir tatsächlich zu und gucken dich an. Und wenn der Song losgeht, dann können die aber auch genauso gut Party machen wie alle anderen Länder. Aber das ist schon so ein wesentlicher Unterschied. Ne? Ja, und aber Japan immer geil gewesen. Oder? Das war jetzt hier, oder das ist ja gerade ein Song vom zweiten Album, den wir sehen. Auch der ganz zu Anfang, glaube ich, direkt damit eingestiegen auf Platz 8 auch mit den Alben. Weil das war ja im vergangenen Jahr 2014. Mhm. Jetzt das aktuelle Album 2015, gerade eben auch noch gehört, ganz frisch eingestiegen auf der 6. Genau. Also da ist auf jeden Fall richtig was los bei euch. Da haben wir auch also wirklich heute gut geguckt, ne? Weil das letzte Album, das war so, da bist du jungfräulich, da erwartest du erstmal gar nichts. Ja. Ne? Und wir arbeiten viel für unsere Musik, ne? Und treffen uns oft und denken uns neue Sachen aus. Und dann hast du natürlich so, nicht, dass wir jetzt sagen wollen, ne, wir wollen es jetzt nur für diese Chartplatzierung machen, aber das ist immer so ein kleiner Indikator dafür. Da kannst du zu deiner Mama gehen und kannst sagen, guck mal, das hat sich doch gelohnt, dass ich das Studium abgebrochen habe. Ne? Also, die Jobs, die eigentlich für euch vorgesehen waren, wo die Eltern dann sagten, um Gottes Willen, was machen sie denn jetzt? Genau. Aber es hat sich gelohnt, definitiv. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, 2013 auch noch, ihr wart in Wacken mit dabei und vor allen Dingen 2013 habt ihr Metal Hammer Awards, da habt ihr damals in der Kategorie Up and Coming gewonnen, vor allen Dingen auch neben anderen bekannten Größen. Zum einen, ich glaube, Motorhead wurde damals ausgezeichnet, unsere Doro Pesci aus Düsseldorf auch mit dabei. Ja, und ihr als Up and Coming, das ist natürlich der absolute Hammer auch. Ne? Das war für uns das absolute. Also willst du da mal was drüber erzählen? Das war Wahnsinn. Ja, von dem Abend weiß ich nicht mehr so viel. Aber war in Berlin und die haben ja traditionell, glaube ich, nicht einen roten Teppich, da gibt es ja einen schwarzen Teppich, glaube ich, bei den Metal Hammer Awards. Und das erste Mal für die Medien dann so posen, da waren wir gar nicht gewohnt. Und dann habe ich da mit jemandem geredet und der hat sich dann hinterher als Bildreporter herausgestellt und der dachte mir so, alter Falter, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ne? Aber war ein super Typ, ne? Ich weiß nicht, Ingo Wohlfeil? Ja, Ingo, genau. War richtig cool. Und an dem Tag haben wir halt auch, wir kannten Doro schon flüchtig vom Schiff. Wir haben da so ein Full Metal Cruise gemacht, auch von den Wacken-Organisatoren. Und ja, das war super. Dann stehst du da kurz vor deinem Award und da geht so Lars Ulrich von Metallica vorbei. Das war so, puh. Da bist du so klein, ne? Das ist klar, aber wir haben uns gefreut, dabei gewesen zu sein und wie schon gesagt, der Abend ist feuchtfröhlich geendet und für andere... So muss das auf jeden Fall auch sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er hier ist. Ja, gleich werden wir den Rest der Band auch noch kennenlernen, werden wir weiter drüber quatschen. Vor allen Dingen auch über das aktuelle Album, ist ja seit dem 20. März natürlich erhältlich. Crystals werden wir natürlich ins Video reingucken. Wir werden noch in den aktuellen Song reinschauen, zusammen mit Sido. Vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin auf jeden Sehr Fall. Gerne, Kevin danke. Und Pascal Eskimo Cowboy hier bei uns im Studio. Gleich geht's natürlich weiter. Jetzt erstmal der Klickblick. Dranbleiben. Danke.